Von der TCT Asia Messe zeigt Illigo auf Facebook erstmals Bilder vom Neptune 4 Plus und Max. Den Beitrag habe ich in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr mein erstes Video zum Neptune 4 Plus noch nicht gesehen habt, dann findet ihr weitere Infos dazu in der Beschreibung oder jetzt oben rechts. Speziell ein Bild sieht besonders interessant aus. Darauf zu sehen ist der Neptune 4 Plus und der Neptune 4 Max. Zu erkennen ist dabei, dass beide, anders als zuvor von mir vermutet, nur noch zwei Lüfter an der X-Achse haben. Der Neptune 4 hat im Vergleich dazu vier Lüfter. Ansonsten gibt es noch eine weitere Neuigkeit. Scheinbar hat Illigo auf das Feedback der Kunden gehört und tatsächlich in den neuen Modellen WLAN verbaut, wie an der Antenne neben der LAN-Buchse erkennbar ist. Das eröffnet die Möglichkeit, seinen Drucker überall unabhängig von einem LAN-Anschluss zu positionieren. Die Maschinen sehen schon ziemlich vollendet aus, weshalb ich denke, dass diese schon sehr bald auf den Markt kommen dürften. Bis dahin auf jeden Fall das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und schreibt gerne eure Gedanken zum Neptune 4 Plus und Max in die Kommentare. Und falls ihr schon einen Neptune 4 habt, dann kommt demnächst hier auch ein Video online, wie ihr dort WLAN nachrüsten könnt.